was man offiziell wünscht, als was es genommen wird, und die psychologische Ebene, also dahinterstehende psychologische Botschaft, die man aneinander richtet, und die kann sich von der sozialen Ebene unterscheiden, also die kann komplementär gehen. Die ich mache erst die Reihenfolge. Und da unterscheiden, gibt es eben ein kleines Begriffsinventar, die anguläre Transaktion. Der linke Mensch wird in dem Beispiel, das ist aus Williams und Braun, das ist ein Verkäufer, der sich offiziell an den Kunden wendet und sagt, wir haben aber von diesem Sonderangebot nur noch 2 Exemplare da und es wird gerne gekauft. Klingt auf der sozialen Ebene wie eine Information, ist aber hier als anguläre, als bewusst Adressieren des Kind-Ichs, des anderen angesehen. Diese psychologische Ebene wird immer mit diesen gestrichelten Linien dargestellt. Aktiviert das Kind-Ich und dann entsteht eine Kreuzung, die in dem Fall auch nicht gekreuzt ist. Also zumindest die offizielle Ebene ist gekreuzt. Die psychologische Ebene ist komplementär. Ja, weil er reagiert ja durchaus aus der Ecke, aus die ich eigentlich auch angezielt habe. Offiziell gesehen ist eine Kreuzung, inoffiziell ist es eine komplementäre Reaktion. Und der Kunde sagt, okay, dann kaufe ich auf jeden Fall so ein Ding. Das ist das Anguläre. Dabei in der Mitte ist ja das Erwachsene. Ich gehe mal davon aus, dass es eine taktische Kommunikation ist, dass der sehr wohl weiß, dass er das adressiert, es sogar gezielt macht. Bei der doppelbödigen Kommunikation geht man oft davon aus, dass die psychologische Ebene unerkannt sich vollzieht. Also offiziell fragt er, willst du meine Briefmarkensammlung sehen? Und ich sagte ja. Welche Länder sammelst du denn? Und er sagte Amerika. Ich sagte ja, Amerika interessiert mich nachts um 11 ganz besonders. Das Doppelbödige, darunter können wir uns jetzt leicht vorstellen, geht davon aus, dass beide sich, zumindest im Erwachsenen-Ich, nicht so richtig klar machen, was sie da jetzt auf dieser erotischen Kind-Ich-Ebene miteinander verabreden. Und das kann ein freudiges Ereignis werden, dann ist es kein Problem. Es kann aber zu schwierigen Dynamiken führen und dann wäre besser gewesen, hätten sich klar gemacht, was sie da anrühren. Und damit beschäftigt sich die Transaktionsanalyse dann sehr viel, dass sich die psychologische Ebene des Miteinander Beziehungsgestaltens, dass ich die mitkriege und bewusst entscheide, ob ich das so haben möchte oder nicht. Und eine psychologische Ebene, die im Hintergrund mitläuft, kann ja sehr, sehr konstruktiv laufen. Ich glaube, dass sehr viele sachlich gute Beziehungen ihre Musik eigentlich durch gute psychologische Hintergrundschwingungen kriegen. Das ist eigentlich ohne das, glaube ich, komplexe, anspruchsvolles Miteinander gar nicht möglich. Aber sehr viele Dramen, die sich zwischen Menschen abspielen, sind halt auch aus dem Material und die Kunst ist damit konstruktiv umzugehen. Ja, die klassischen Kommunikationsregeln, die ersten beiden habe ich ja schon benannt. Komplementäre Transaktionen setzen Begegnungen ungestört fort. Nicht komplementäre bewirken eine Störung. In der klassischen TA heißt das normalerweise, bewirken irgendeine negative Beeinträchtigung der Beziehung. Aber wenn man das neutral formuliert, ich mache immer wieder diesen Schritt zurück und zu sagen, was ist das Allgemeine daran, kann ja eine Störung sehr hilfreich sein. Also da fangen zwei an, einen ziemlich trockenen Kontrakt miteinander auszuhandeln und plötzlich sagt einer, aber weißt du was, oder einer sagt, wenn wir dieses Projekt machen, da sehe ich ganz viel Zukunftsmusik drin. Und plötzlich kommt im Hintergrund eine Begeisterung rüber, die den anderen ansteckt. Und dann können die bleiben dann weiter sachlich miteinander, aber dann fängt es an, miteinander zu summen. Und wenn das nicht illusionär ist, was die da im Hintergrund treiben, kommt jetzt erst die Musik in die Melodie. Und da ist es sehr konstruktiv. Dritte Kommunikationsregeln. Wenn die soziale Ebene und die psychologische Ebene nicht komplementär in der Beziehung gestaltet werden, dann entscheidet über das Beziehungsergebnis die psychologische Ebene.
Also, wenn zwei versuchen, ein Arbeitsbündnis zu verabreden und unterschwellig sich gegenseitig runtermachen und das die psychologische unterschwellige Ebene ist, dann ist das Beziehungsergebnis das eines einer gegenseitigen Schmähung. Und dass die auf der sachlichen Ebene gute Ideen entwickeln haben, hilft denen nicht sehr, sehr viel. Das ist die Idee der Transaktionsanalyse, wobei die eben immer eigentlich normale Privat-Alltagslebenssituationen, wie Menschen miteinander ihr Leben gestalten, im Auge haben. In dem Augenblick, wo man das aufs Geschäftsleben überträgt, ist das gar nicht unbedingt so. Da kann es sogar so sein, dass selbst zwei, die unterschwellig nicht gut psychologisch miteinander zurechtkommen, durch den Inhalt und die Sache, die sie verhandeln, eigentlich so gut miteinander ins Geschäft kommen, dass sich das auf der psychologischen Ebene einrenkt, ohne dass sie je daraus eine psychologische Fragestellung gemacht haben. Das war einfach nicht der Anlass, für einen Transaktionsanalytiker tätig zu werden. Deswegen sind diese Bereiche in der klassischen Konzeptbildung der Transaktionsanalyse einfach gar nicht abgedeckt. Und finde ich aber wichtig, zum Beispiel für eine taktische Überlegung, wenn ich merke, es gibt ein psychologisches Problem, versuche ich einerseits das zu identifizieren und vielleicht Botschaften zu senden, die da ein besseres Klima reinbringen, ohne dass ich das mit dem anderen anspreche. Merkst du eigentlich, wie geht es dir eigentlich, wie geht es mir? Das passt nicht in alle Kontexte und ist auch gar nicht immer besser. Es bleibt mir aber auch dann die Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns mal die offizielle Ebene mit Gehalt aufladen, also dieses Thema dieser Energiebesetzung. Lass uns das sachlich richtig gut machen und dann tritt eine gewisse psychologische Holprigkeit, die wir miteinander haben können, einfach noch weiter in den Hintergrund. Das heißt, den entsprechenden Ich-Zuständen Gestimmtheiten wird die Energie entzogen und die Aufmerksamkeit fließt einfach woanders hin. Das ist deswegen wichtig, weil ich später noch darauf aufmerksam mache, dass wenn man sich viel mit der Psychologie beschäftigt, man die auch einfach dauernd in den Vordergrund holt. Und das ist gar nicht immer hilfreich, selbst wenn im Vordergrund dann gute Arbeit gemacht wird. Also unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Professionen haben andere Dinge erfolgreich in den Vordergrund zu holen. Es können nicht in allen Berufen, wenn es schwierig wird, die Psychoebenen in den Vordergrund holen, was die Psychologen natürlich gerne denken. Und wenn sie glauben, das brauchen alle Welt, sie natürlich auch nützlich macht in der Gesellschaft. Aber sie psychologisieren die Gesellschaft oft auch in einer unangemessenen Weise. Bei der Jugend ist das zurzeit ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Zu arg, finde ich. Also meine Tochter, die in Freiburg studiert, obwohl die Psychologie studieren, psychische Befindlichkeiten und Beobachtungen unter Peers anzusprechen, gilt dort als absolut uncool. Also das volle Gegenteil von dem, was war, als wir jung waren. Da war das absolut cool, dass man von so Sachen gesprochen hat. Und dann kriegt man sofort ein so gutes Betroffenheitsgefühl. Ja, das habe ich in einer Weise ja jetzt schon auch relativiert, dass die Frage von erstens, ist was komplementär oder nicht komplementär, nicht zu reduzieren ist auf das, was die normale psychologische Betrachtung mit sich bringt. Und ob was als komplementär zueinander passend betrachtet wird, hängt ja auch vom Bezugsrahmen des Beobachters ab. Also zum Beispiel eine Streitbeziehung ist ja, wenn ich nah dran gehe, ist es nicht komplementär, wenn der eine sagt, nein, so war das, und dann sagt der andere, nein, so war das. Wenn die dann jetzt immer von der kritischen Position den anderen als ein bisschen einen Dummkopf darstellend auf den runtergehen, ist das volle Kanne gekreuzt. Ein bisschen weiter betrachtet kann man sagen, das ist eine Streitbeziehung und der Streit würde nicht funktionieren, wenn der andere nicht kreuzen würde. Also ist es ja auf einer anderen Ebene betrachtet komplementär. Also es ist eine Frage des Betrachtungsaspekts, ob etwas als gekreuzt oder nicht gekreuzt angesehen wird, ob etwas als seinen normalen Gang fortschreitend betrachtet wird oder ob eine Störung hineinkommt und ob die Störung eine destruktive oder eine konstruktive Störung ist. Zum Thema Störung habe ich
was ausführlich geschrieben, Schrift 96, steht hier unten, wo ich das Verständnis, was eigentlich Störungen sind, aus der Sicht der verschiedenen Psychotherapieschulen mal aufgedröselt habe, weil es da ganz verschiedene Sichtweisen gibt. Und die Systemiker, die finden es ja toll, wenn man stört im Sinne von Verstörung, im Sinne von ein Gewohnheitssystem so aufrütteln, dass, wie man hofft, durch einen Qualitätssprung man auf ein höheres Niveau kommt, das man manchmal leider verfehlt, dann ist es gestört und man erwischt nicht die Platte auf dem höheren Niveau, sondern vielleicht die auf dem tieferen Niveau, was halt auch passieren kann. Das ist ein Beispiel aus dem Buch, dem Band 1. Ist dort näher beschrieben. Ich will jetzt einfach an dem jetzt kurz zeigen, wie man diese Arbeitsfiguren der Transaktionsanalyse mit dem Rollenmodell kombinieren kann. Das Beispiel hatte ich so gefasst, A, also nehmen wir den linken A, Botschaft 1, die zusammen mit 2 dann eine Transaktion gibt, wenn wir streng sind, ist A ist Leiter der Bildungsabteilung und gibt seiner Mitarbeiterin den Auftrag, eine Bildungsbroschüre in einem bestimmten Stil zu machen. Die Mitarbeiterin nimmt den Auftrag an, im Prinzip reagiert also komplementär, weil das ist ja eine Organisationsbeziehung. Chef gibt eine Anweisung, Mitarbeiterin nimmt diese Anweisung an und zeigt, dass sie bereit ist, das zu bearbeiten. Chef äußert daraufhin einige Vorstellungen im Detail, wie er denkt, dass die Bildungsbroschüre sein muss, weil er, dichte ich jetzt dazu, einfach eine ganz bestimmte Vermarktungsstrategie im Kopf hat, die er für seine Abteilung im Moment für die richtige hält. B findet es aber psychologisch nicht toll, weil ich als Pädagogin, Psychologin oder Psychologe, ich stelle mir vor, dass wir ganz andere Seiten des Menschlichen ansprechen müssen und fängt an, mit dem Chef, das ist jetzt Nummer 4, diskutieren zu wollen, ob das die menschliche Variante ist, mit der B auch einverstanden sein könnte, ob er die teilen könnte. Und das ist dann eine nicht komplementäre Transaktion. In dem Fall, weil B nicht aus der Organisationsrolle heraus argumentiert, nach dem Motto, klar, werden wir die Bildungsbroschüre so machen, wie sie ins strategische Konzept der Abteilung passt. Und da entscheiden letztlich Sie. Wenn Sie mögen, habe ich ein paar Vorschläge und Ideen, und damit Sie gucken können, ob das in Ihrer Vorstellung von Priorität passt und ob das... wenn das so wäre, dann würde sie in der Mitarbeiterrolle bleiben und sich an den Chef in seiner Organisationsrolle wenden. Wenn sie aber stattdessen sagt, wissen Sie, ich bin eine Psychologin und Sie sind Ingenieur, und dass Sie keine Ahnung haben, wie man eine Bildungsbroschüre so macht, dass sie die Menschen in der Seele anspricht, das ist ja auch kein Wunder, aber dann lassen Sie es doch bitte mal mich entscheiden. Dann wechseln... weil ich die besseren Argumente habe. Dann wechselt sie die Ebene und spricht den anderen in seiner Professionsrolle an und hoffentlich merkt das und lässt sich dann nicht auf Diskussionen ein. Natürlich können diese fachlichen Aspekte diskutiert werden, aber aus der richtigen Rolle. Und da fallen oft Menschen aus der Rolle oder sie wissen dann oft auch gar nicht, was die richtige Rolle ist. Also wir haben das sehr oft so, dass in der Weiterbildung, dass Mitarbeiter mit ihren Chefs unzufrieden sind und meinen, die sind blöd. Also die sind einfach nicht qualifiziert genug. Und was die dann normalerweise machen, ist, sie ducken sich weg oder sie stellen sich über die und sagen, die haben keine Ahnung und versuchen denen zu sagen, wie es zu sein hat. Was sehr oft nicht gelernt ist, den Chef aus den Organisationsrollen heraus zu konfrontieren. Zu sagen, natürlich mache ich das im Zweifel so, wie Sie mir das sagen. Es sei denn, ich finde es so unmöglich, dass ich dann halt meinen Job drauf gebe, aber ich würde gerne mit Ihnen das diskutieren und Ihnen sagen, warum ich es anders machen würde, damit Sie, wenn Sie mögen, Gesichtspunkte haben, vielleicht eine andere Entscheidung treffen zu können. Das ist ein, den
Und wenn Sie dann dennoch sagen, wir machen so, wie Sie es erst gesagt haben, dann mache ich das, dann kann ich es nur fachlich nicht verantworten, dann hätte ich gern, dass Sie mir das schriftlich anweisen. Das sind dann alles Verhaltensweisen, die in der Logik einer dieser Organisationsbeziehung funktionieren, was oft dann auch sehr viel wirksamer ist. Weil was stattdessen passiert, wenn entweder duckt sich der Chef weg, wenn er von der Psychologin dann einen reinkriegt, aber bei nächster Gelegenheit wird er dann schon eine Möglichkeit zur Rache finden. Ja, das waren jetzt die, das ist aber jetzt, sagen wir mal, alles nicht auf der psychologischen Ebene, würde man nicht sagen, sondern das ist eine nicht komplementäre Transaktion, einfach dadurch, dass jemand während dem Spiel eigentlich die Szenerie wechselt und aus einem anderen Spiel heraus agiert und den anderen versucht, in dieses andere Spiel einzuladen. Wenn er gut drauf ist, lässt er sich nicht auf diese Weise in ein anderes Spiel einladen, sondern bleibt in seiner Rolle und versucht durch entsprechende Intensität oder durch entsprechende Überzeugungskraft, den in seiner Organisationsrolle zu aktivieren, sodass derjenige es leichter hat, seine Professionsrolle ein Stück zu deaktivieren. Zumindest, dass die nicht die Logik der der Begegnungsgestaltung dominiert, ausführende Macht, wenn ihr euch erinnert. Dennoch kann sein, dass unterschwellig noch ganz andere Dinge laufen. Alle Kommunikationen haben unendlich viel denkbare Hintergründe. Das kann zum Beispiel sein, dass er gerne mit ihr eine Liebschaft anfangen wollte und sie ihm sagen will, mit dir doch nicht. Und er auf diese Weise immer wieder Avancen macht und sie ihn immer wieder demütigt. Das kann psychologisch unterschwellig laufen. Das wäre dann der klassische Fall, den man mit den psychologischen Hintergründen erklären könnte. Aber man könnte in den Privatrollen, aber man könnte auch zum Beispiel einen anderen Hintergrund konstituieren, dass sie aus einer höheren sozialen Schicht kommt, wo man gewohnt ist, sich selbstverständlich zu vertreten, mit einer bestimmten Selbstverständlichkeit, dass die eigenen Sichtweisen respektiert werden, während er Vertreter eines Aufsteigermilieus ist, wo das gar nicht üblich ist. Dann begegnen sich sozusagen in diesen beiden auch zwei Milieustile. Und jetzt kann man sich jetzt überlegen, ob man das den Personen als persönlich-psychologischen Hintergrund zurechnen möchte oder ob man das den Personen als einen durch sie wirkenden anderen Hintergrund, der aber doch seine Wirkung in die Situation hinein hat und seine Wirkung auf die Begegnung und auf die dadurch entstehende Beziehung durchaus hat. Also wiederum eine Erweiterung der Vorstellung, welche Dimensionen sind denn im Hintergrund? Und man muss, wenn man die psychologisch im engeren Sinn als Hypothese einbezieht, muss es dafür eine Plausibilität geben, dass das nicht automatisch gemacht wird, weil man dann weiß, wie man das konfrontieren kann. Während die Frage, da begegnen sich zwei Milieus, zwei Privatmilieus jetzt, nicht zwei, in der Organisationsrolle kann das ja auch sein, wenn in der Fusion ist, begegnen sich zwei Unternehmenskulturen durch die Personen, das ist eine andere Art von Hintergrund. Die würde man jetzt aber nicht in die Privatrollen, sondern als gestrichelte Linien oben als hin und her in den Organisationsrollen zeichnen, um auch klarzumachen, das ist eigentlich nicht in erster Linie eine Eigenschaft des Individuums, sondern das Individuum ist Ausdruck für eine Begegnung von Milieus und von Welten. Und wie sie miteinander umgehen, wirkt es wieder darauf zurück, ob die Welten zusammenkommen oder nicht. Und man weiß ja aus genügend Fusionsüberlegungen, dass es da erhebliche Schwierigkeiten gibt und dass es toll wäre, wenn man da sehr viel differenzierter mit solchen Dingen arbeiten würde. Dass es nicht entweder ausgeblendet oder zu persönlich genommen wird, sondern die Menschen sich auch durchaus richtig einordnen können als Handelnde, aber auch als Spielbälle von größeren Prozessen, wo sehr fraglich ist, welche Freiheiten sie da wirklich haben. Ist das verständlich? Das kann ich mir jetzt gleich eigentlich sparen. Ich habe jetzt da mir dann noch ein kleines Organisationsbeispiel ausgedacht gehabt, um aufzuzeigen, wie viel komplexer die ganze Sache wird. Aber ich habe jetzt eigentlich beim Erläutern schon komplexere Organisationsbeispiele entwickelt.
Es gibt in der Transaktionsanalyse, und das ist jetzt die Schule von Jackie Schiff und eigentlich den besten Ansatz, den man wirklichkeitskonstruktiv ausbauen kann. Und ich möchte an einem Beispiel jetzt einmal aufzeigen, wie deren wirklichkeitskonstruktiver Ansatz war und wie ich ihn dann ausgebaut habe. Das kommt als nächstes. Jackie Schiff nochmal, von der habe ich ja schon erzählt, die eines Tages entschied, ich will einen Nobelpreis kriegen für irgendwas Gutes, warum nicht Schizophrenie heilen? Also an Größenwünschen hat es nicht gefehlt. Ist in der TA-Szene fehlt es da selten. Bei mir auch nicht, da fehlt es auch nicht so arg. Aber mit der Zeit findet man seinen Platz im Universum ja dann doch. Und die Jackie Schiff hat, in Amerika war das möglich, später als sie zunehmend juristische Probleme gekriegt hat, ist sie damit nach Indien gegangen. Die hat schwer psychotische, schizophrene Menschen adoptiert und hat dann etwas gemacht, was man Neubeeltern nennt. Hat denen also wirklich in einen Rahmen geliefert, in dem die Reaktion auf ihre inkorporierte, verrückte Wirklichkeit austoben durften, wo sie in geschütztem Rahmen auch ausrasten dürfen und im Rest der Zeit lernen mussten, sich zu benehmen und sich an die Wirklichkeit, die sonst gültig ist, anzupassen. Also einerseits sehr viel Erlaubnis, sehr viel Fürsorge, bis hin zu Bottle Feeding, also Nuckelflasche trinken dürfen, weil man ins Alter von 6 Monaten zurückregrediert, um da hat man so eine Vorstellung, dass es diese Persönlichkeitsschicht gibt, die durch die hassvolle Haltung der Mutter, mit der sie zum Beispiel das Kind gefüttert hat, eine Grunderfahrung im Gehirn verankert hat, eigentlich wünscht man sich mich zum Teufel. Und dass das auf einer Ebene ist, da kann man später viel reden, so haben sie sich das vorgestellt. Aber wenn du jemanden dahin zurückbringst und ermutigst ihn zu toben, sich gegen diese Hassbotschaft aufzubäumen unter geschützten Bedingungen, was damals nicht möglich war, es blieb nur erstarren, weil außer der Mutter gab es keine Wirklichkeit, dann ist das eine Befreiung, das schafft Katharsis. Ein Teil der Krankheit besteht darin, dass eine enorme Menge an Energie nicht freigelassen wird, weil Reaktionen blockiert werden. Also die hatte eine Schizophrenie-Theorie, die auch sagte, dass es sehr viel mit der Blockade von Reaktionen zu tun hat. Hat dann auch allerlei Gehirntheorien gehabt, von der ich nicht wusste, ob die da wirklich was ist. Also dass das eben auch der Austausch zwischen den Gehirnhälften dadurch blockiert ist und ähnliches. Cortisolspiegel würde man heute denken. Auf jeden Fall haben die ein Set von Behandlungen entwickelt und das mit hoher Intensität verfolgt, bei der wirklich ein paar schwerstgestörte Menschen sich unheimlich gut entwickelt haben. Also einer meiner Sponsoren war ein solches neu erzogenes Kind, der Shay Schiff, der ein ausgezeichneter Therapeut und ein unheimlich fitter Kumpel war. Ich weiß nicht, was passiert ist. Kurz vor meiner Lehrtrainerprüfung ist er irgendwie wieder aus dem Ruder gelaufen. Es soll auch später an AIDS gestorben sein, also es ist dann nicht auf Dauer gut gegangen. Aber er hat viele Jahre von einem schwerst schizophren, hepiphren, glaube ich sogar, gestörten Menschen in eine zum Autor und Lehrtrainer der internationalen Gesellschaft und sehr angenehmen Mitmenschen, also eine enorme Entwicklung gemacht. Also sie haben dann schon gezeigt, dass in diesem Rahmen, dass das ein möglicher Rahmen ist, um vielen Menschen eine Hilfe zu bringen, für die es sonst keine Hilfe gab. Gleichzeitig war das verbunden mit einem, wir werden es später noch von dem Begriff Potency haben, mit also einem sehr fürsorglichen, aber totalitären Auftreten, damit man die verrückte Wirklichkeit der anderen unter Kontrolle kriegt. Was dann aber oft sozusagen ein System notwendig gemacht hat, das so therapeutisch hilfreich es oft auch war, eigentlich demokratisch nicht zu verantworten war. Und dann gab es auch Zwischenfälle und Probleme, weil
mit Verbrühungen und so. Und dann mussten sie aus Amerika raus und sind dann nach Indien. Und da ging es eine Zeit lang auch noch gut. Aber das System ist dann so verfallen. Ich weiß nicht, ob es hätte zerfallen müssen, weil dieser therapeutische Ansatz zum Scheitern verurteilt ist. Weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man das wirklich rechtfertigen kann für bestimmte Störungen. Das ist auch die ganze Diskussion jetzt um die kriminellen Camps. Die kann man nicht mit bürgerlicher Therapie therapieren, ob man denen quasi militärische Brainwash-Camps, die natürlich ihrerseits undemokratisch und totalitär sind, aber die einzige Chance, oder vielleicht halt nicht die einzige, aber oft so angesehen, da wirklich einen Eindruck zu machen. Also das ist ein schwieriger ethischer Randbereich, an dem Jackie Schiff dann, und vielleicht auch, weil sie den, obwohl sie sehr viel über Organisation nachgedacht hat, haben sie dann, glaube ich, einfach auch ihre Organisationsentwicklungsprobleme nicht in den Griff gekriegt, das verantwortlich auf Dauer zu tun, in der zweiten und dritten Generation. Also es ist eine offene Diskussion. Jackie wurde dann später wegen unethischem Verhalten aus der ITAA ausgeschlossen. Jackie war natürlich, so wie sie gebaut war, hat sich keinem Verdikt einer Ethikkommission von Leuten, die sie nicht von ihrem Kaliber ansah, unterworfen, was die natürlich institutionell damit beantwortet haben, dass sie sie rausgehauen haben. Und sie ist dann später auch wirklich tragisch gestorben an MS und ziemlich vereinsamt. Also das ist immer auch so ein Thema, wie ist eigentlich die Lebensentwicklung und wie ist das Ende von Menschen. Ich gucke da immer so ein bisschen mit drauf, um eine Haltung zu finden, ob bei allem, was ich gut finde, ob das ein Modell ist, das wirklich sich eignet. Ja. Aber ich finde, ich bin Jackie Schiff und der, die da mit ihr zusammen das entwickelt haben, für viele sehr intelligente Ansätze sehr dankbar. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen erzählt. Teil dieser Therapie war dann halt nach ihrem Verständnis, wir müssen die Patienten, wir definieren, was Wirklichkeit ist. Wir können mit denen nicht diskutieren, ob es Mikrofone gibt im Raum oder nicht, sondern wir sagen denen, das ist unsere Angelegenheit, wir kümmern uns die Mikrofone und du hast die Wirklichkeit anzunehmen, die wir dir vorgeben, damit du dich orientieren kannst. Weil das, was dir einfällt, was wirklich ist, ist aus dem verrückten System, aus dem heraus du diese sehr schwere Störung entwickelt hast. Das ist natürlich ein Verhältnis zu dem vermeintlichen Wissen, was Wirklichkeit ist und welche Berechtigung man hat, dass sich andere an das eigene Wirklichkeitsverständnis anpassen müssen, mit dem wir in demokratischen Gesellschaften nicht arbeiten können und die auch in vielen Anwendungsbereichen völlig daneben wären. Weil da ist keiner im Besitz von irgendeiner gültigen Wirklichkeit, sondern da ist das Problem ja gerade, dass jeder seine Wirklichkeit für richtig hält, aber man nicht gut miteinander in Kontakt kommt, was denn jetzt nun eine geeignete Gemeinschaftswirklichkeit ist, mit der man zusammen weiterkommt, wo keiner die Dominanzrecht hat über die Wirklichkeit der anderen. Ich habe erste Ahnung dazu gekriegt, dass eben auch sozusagen eine ordentliche Wirklichkeit nicht unbedingt mit schöpferischem und erfülltem Leben einhergehen muss. Ich habe als Student, als junger Akademiker in der Studentenberatung tätig und wir haben Studenten psychotherapiert. Und dann haben wir in unserem Überschwang der Kunsthochschule in Heidelberg das Angebot gemacht, auch ihre Studenten zu therapieren, von denen viele so ein bisschen schräg daherkamen. Dann haben sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben bloß nicht, lasst die Finger von denen. Woraus sollten die denn ihre Schöpferkraft ziehen, wenn ihr an denen rumtherapiert? Da wurde mir dann klar, dass ein schräges Leben auch ein besseres Leben sein kann als ein ordentlich gut therapiertes Leben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne ja viele durch und durch therapierte Menschen. Ich würde nicht sagen, dass das die besseren sind. Also da habe ich es manchmal mit dem Buchtitel 100 Jahre Psychotherapie und der Welt geht es kein bisschen besser. James Hillman, ein großer Jungschüler, hat sich darüber ausgelassen. Ich finde, Psychotherapie ist manchmal sehr, sehr gut und sehr wichtig, aber man sollte
kein verklärtes Verhältnis dazu haben. Tragisch, das als kleine Anekdote, die kolportiert wurde aus der Schiffsschule, ich weiß nicht, ob sie da ist, auf jeden Fall hat der psychotische Patient jetzt endlich gelernt, dass Dinge, der hat dann immer Sachen durch die Luft fliegen sehen, die nicht fliegen können, und er hat dann einfach gelernt, nicht auf seine blühende Fantasie zu achten, sondern abzuchecken mit seinem Erwachsenen-Ich, das jetzt voll funktioniert, kann das sein oder nicht? Und wenn es nicht sein kann, sich an das zu orientieren, was vernünftigerweise sein kann, bis zu dem Tag, an dem ein Transporter ein Klavier auf der Autobahn verlor. Und er als nachfolgende Autobahn stand, ein Klavier auf der Autobahn. Er hat es voll gerammt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist mehr eine Anekdote, die einem das klar machen soll, dass eben auch das Probleme mit sich bringt. Von daher ist mir wichtig, Beziehung immer und Begegnung als Kulturbegegnung zu sehen und im Prinzip davon auszugehen, dass man nicht versteht, in welcher Welt der andere lebt, dass es erklärungsbedürftig ist. Ich nenne das eine ethnologische Haltung. Und das ist auch gut sich selbst gegenüber, wir kommen später mal noch auf das Dialogmodell der Kommunikation, auch in mir, in meinen Träumen nachts oder in meinen Intuitionen kommen Dinge an die Oberfläche, für die ich mit meinem analysierenden Ich, die ich eigentlich nicht verstehe. Und auch da ist gut, eine ethnologische Haltung einzunehmen. Der Bayer wird sagen, ja, gibt's das auch? Wo sie sah das? Also, sich interessieren. Egal, wie gestört auch ein anderer ist und wie sehr er auch sich in eine anpassende Rolle in der Berufsbegegnung begeben muss oder sollte, auf der anderen Ebene immer von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe unterwegs zu sein und nicht daraus irgendeine prinzipielle Höherwertigkeit abzuleiten. Von Milton Erickson habe ich, der ja von daher immer jede Art von Dogmatik abgewehrt hat, der gesagt hat, glaub niemals, dass du wirklich verstehst, in welcher Wirklichkeit sich der andere bewegt. Nimm das nie von vornherein an. Er macht dich immer kundig. Eine sehr vernünftige Haltung. Und wenn der andere sich in einer Wirklichkeit bewegt, die ich ein bisschen verrückt ansehe, hat er immer gesagt, nicht dagegen angehen, sondern gucken, wie man es sinnvoll nutzen kann. Und dann sind da so paradoxe Spielchen bei rausgekommen, dass er Menschen, die dann dauernd in Ohnmacht gefallen sind, nicht gesagt hat, du darfst nicht mehr in Ohnmacht fallen, sondern sagt, wir gehen jetzt zusammen in ein Restaurant und ich verlange, dass du mindestens 10-mal in Ohnmacht fällst. Und dann an jeder Stelle gesagt hast, oh, this is a nice place to faint. Or why don't you faint here? Or is it so dirty here? Und denjenigen dauernd damit beschäftigt hat, dass er ihm Vorschläge gemacht hat, weil er das mal live beobachten wollte, wie er das mit dem in Ohnmacht fallen eigentlich macht, dass er dadurch, er hat das so utilisiert, dass der andere völlig verwirrt war und nicht dazu kam, in Ohnmacht zu fallen, weil sein Gehirn einfach mit anderen beschäftigt war. Also auch dieser freundlich-spielerische Umgang damit. Und auch die Idee, dass egal wie schräg jemand daherkommt, es ist immer auch ein noch nicht erlöster Charakter. Es ist etwas, was diesen Menschen besonders machen kann. Und das man ihm nicht wegmachen soll, aber helfen, damit zu leben und es zu veredeln. Der Sloterdijk hat in seinem neuen Buch eine schöne Formulierung gewählt, die ich ganz nett fand. Der sagte, zu einem reifen Menschen gehört, dass er sich erlaubt, die Karikatur, die er auch sein könnte, durchscheinen zu lassen. Jemand, der versucht, das völlig wegzublenden, der hat auch nicht diese Ausdruckskraft und den Charakter. Also finde ich gut und tröstlos, weil manchmal kann man es ja gar nicht vermeiden, auch diese Karikatur durchscheinen zu lassen. Allerdings, es sollte, manchmal denke ich, ja, er hat durchscheinen gemeint, nicht nur noch die Karikatur sein. Also manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen übertrieben. So, die Schiffs haben jetzt
in der Konfrontation ihrer Patienten gesagt, es hat keinen Sinn, deren Verhalten zu konfrontieren, ob sie persönlich was können oder nicht können. Da ging es ja immer um Passive Behavior, also sie haben Anforderungen repräsentiert und es ging darum, kann der anderen diesen Anforderungen genügen oder nicht, weil sie ein Konzept der Inverantwortungnahme hatten. Und da war Jackie ganz klar, die sagte, kann einer so schizophren sein, wie er will, das ist kein Grund, sich schlecht zu benehmen. Aber sie haben dann gemerkt, es hat keinen Wert, den anderen anzugehen, weil man sagt, hör mal, du könntest, ich gehe davon aus, du könntest das, was ich von dir erwarte, nämlich deinen Beitrag zu der Wirklichkeit, wie ich sie mir vorstelle, du willst das bloß nicht und jetzt werde ich harsch mit dir, sondern dass sie gesagt haben, ja, die bewegen sich zum Teil noch in ganz anderen Sphären und ich muss die Konfrontation systematisch aufbauen. Ich muss erst mal gucken, ob der überhaupt sich auf die gleichen Dinge bezieht wie ich und wenn wir überhaupt vom Gleichen sprechen, müssen wir checken, ob wir dem auch die gleiche Bedeutung geben, zum Beispiel einem Problem, dass wenn da Blut rausläuft, also erstens, was sieht er überhaupt, dass Blut rausläuft? Spiritus, das sind ja sehr oft ganz starke körperliche Amnesien mit diesen schweren Krankheiten verbunden, nimmt er überhaupt zur Kenntnis, dass er Magenprobleme hat? Machen wir so, da hatte man ein Beispiel von einem durchgebrochenen Magen, mit dem ein Hebephrener-Patient eine Woche lang rumgelaufen ist. Das nächste ist die Frage, wenn er da was spürt, hat er eine Vorstellung, was das bedeuten könnte. Und wenn er meint, ja, da ist wahrscheinlich irgendwas gesund, hat er die Vorstellung, dass man da was machen kann. Oder sagt er, das ist Schicksal, das ist Wetter, da kann man nichts machen. Und erst dann, wenn man sich einig ist, dass man da eigentlich was machen könnte, steht die Frage an, und kannst du was machen? Bist du dazu in der Lage? Also so eine systematische Konfrontationssteigerung, um den anderen in die Wirklichkeit zu ziehen, in der ich bin. Also erst muss sichergestellt werden, dass derjenige, die existiert. Das Beispiel, das bei Mike Brown im Lehrbuch ist, also muss ich vielleicht vorher noch mal sagen, der Mechanismus, der innere Mechanismus, der wird mit dem jemand nicht zur Kenntnis nimmt, was ich für wirklich halte, wird dort Abwertung genannt. Also etwas, was ich werte, wertet der andere nicht, wird also aus der Wirklichkeit ausgeblendet. Und da haben sie eben diese vier verschiedenen Stufen der Abwertung formuliert. Also ein Baby schreit, Abwertung der Existenz, der Situation überhaupt. Die Eltern gehen einfach ins Bett, dass das Baby schreit, ist wie wenn mit der Lärm eines Autos, das draußen vorbeifährt, hat keine Relevanz. Oder sie nehmen das zur Kenntnis, aber die Bedeutung wird abgewertet. Die sagen, Kinder schreien, das ist gut für die Lungen, Teil von Vitalität. Oder sie sagen, nee, wenn ein Kind schreit, hat es was, aber die Lösbarkeit wird abgewertet. Ich sage, das ist schon ein Problem, aber kann man nichts machen, das ist ein Naturereignis, Kinder. Tritt mal auf und tritt mal nicht auf. Und die vierte Stufe ist dann die, es wird abgewertet, wenn man sagt, dem Kind geht es nicht gut, hat die Windeln voll oder was immer. Ich sage, ja, was soll ich machen, ich bin halt eine schlechte Mutter. Dann wird abgewertet auf der Ebene, man kann schon was tun, aber ich kann es nicht. Und dann muss auf der Ebene konfrontiert werden. So haben die so ein Konfrontationsschema entwickelt. Abwertung, da kommen wir gleich nochmal drauf, das ist der innere Mechanismus in deren System und von außen sieht man ja nicht, was die innen machen, sondern von außen sieht man ja nur, dass wenn ich sie mit meinem Bezugsrahmen konfrontiere, dass sie auf den nicht angemessen beziehen.